Ja, und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Dort drüben sitzt der charmante Benny. Wir spielen heute für euch Until Dawn. Let's go. Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Ja, Erne, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Nur wir wären jetzt hier. Josh? Ich weiß gar nicht. Kannst du irgendwas aufnehmen, dass sie sprechen? Keine Ahnung. Gut, ich mal schauen. Kann ich rennen? Würde mich gerne schneller bewegen? Okay, Schultertaste. So, kann ich denn hier mal irgendeinen von den besoffenen Pack hier anquatschen? Tutorial. Benutze den rechten Stick, um dich umzusehen. Ja. Hier. Mutti hört keine Schritte. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Nee, das Echo ist noch drin, höre ich gerade. Echo ist noch drin. Und jetzt ist auf jeden Fall kein Echo mehr. So, mal gucken, ob sie jetzt denselben Spruch nochmal bringt. Ja, war ja klar. Lass es los. Lass es los. Lass es los. Lass es los. Sind die Schritte mit Echo? Nee, die Schritte, glaube ich, die sind zu schwer zu orten mit Echo. Ich habe gerade schon im Stream gegengehört, das hörst du nicht raus. Hanna, du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm uns mal um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike. XXX. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Habt ihr eine Nachricht zum Einschalten? Ihn kennt man auch, ne? Er hat doch hier mit ihm gespielt bei. Wir einfach ein bisschen. Du weißt schon. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Und sehen, was daraus wird. Hat er? Oh ja. Oh ja. Wang. Oh mein Gott. Sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt. Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Oh, fies, Alter. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Ist da wohl nur noch mit GoPro aufgenommen. So, okay. So, Josh wecken oder die anderen suchen? Ich würde mal Josh wecken, oder? Ja, der kann aber aufhören hier zu pennen. Hör mal wach, Josh. So, Josh, du Versoffener. Josh. Und ihn kennt man auch hier. Josh. Also so als pennenden Typen auf dem Tresen. Leute, da draußen ist jemand. Was zum...
Wollen sie denn alle hin? Na, wahrscheinlich alle jetzt irgendwie Hannah! Der Hannah hinterher. Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Also, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, oh ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's da schon los hier mit dem ersten Scheiß. Hat er! So, schnell oder sicher? Ich bin für... Sicher ist immer schnell. Safety. Safety Dance. Safety Dance. So, komm, lauf schnell. Ja, immer die Fußspuren hinterher. Der Sound klingt wie aus der Konserve. Fußspuren folgen? Ne, wir folgen natürlich den Fußspuren. Das ist ja nicht mehr euch folgen. Das ist ja Quatsch. Couchkommando! Fahrgas! So, ich spiele gerade Until Dawn. Oh, hier ist sie. So, da ist jetzt Hannah durchgelaufen. Hätte ich mir vorstellen. So. Scheiße! Fuck! Shit! Jetzt lauf los! Komm, such deine Schwester! Wo steckst du? Auf geht's! Ah, guck mal. Haben wir doch schon ein Handy. Und? Auch guck mal hier über Petvision hier. Och, zack. 2015 war schon so Hightech, ey. Hannah! So, der Sound klingt bei mir auch wirklich, wenn die quatschen, wie aus der Konserve, ey. Hannah! Thomas! 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 Kennst du das Ding? Nee. So, ich würde gerne rennen können. Kannst du aber nicht. Oh, der Hirsch. Siehst du, guck mal, L1 drücken, um schneller zu gehen. Siehst du, ja? Siehst du. Hallo? So, oh, warte mal. Was liegt hier? Ein Stiefel? Ein Weihnachtsmann, der ist aber schön. So kein Stiefel. Jetzt sah so aus wie ein Stiefel. Ach, guck mal, hier so ein Tiki-Dings-Bums-Becher. Ah! Die sind dafür da, dass wir quasi Vorsehungen sehen. Todestotem. Schön! Ruckelt das nie bei dir? Bei mir? Was? Wie? War? Aber ja, geht noch. Ist der Stream, läuft der flüssig oder ist der so ein bisschen... Nee. Hannah! Hannah Montana! Hannah! Oh. Rammstein! Klar, macht sich schon ja keiner mal einen Pilz irgendwie mitten im Wald so erstmal an so einem Feuerstrahl. Hallo? Ach, der Till ist auch am Zelten. Till! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Jetzt geht's wieder. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Oha. Hanna, wer? Der Predator ist hier. Mann, Hannah. Der Sound ist wirklich unterirdisch in dem Game. Ah, und das war das Handy. So. Wir werden tatsächlich am Anfang jetzt nicht viel Optionsmöglichkeiten haben. Also jetzt die Story wirklich exorbitant zu verändern. Fuck. Nein. Ah! Hannah, no! Halt dich fest! Ist aber auch krass, halt dich mal. Oh. Halt dich mal wirklich mit einer Hand fest und halt mal noch eine andere Person fest. Das ist schon krass. Nicht! Herr Lindemann, lass da mich in Ruhe! Ich möchte nicht! Gehen Sie weg! Ich lass los! Ich lass los! Ich lass los! Es ist da, na, 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 na. Oh, ah. Ja, keine 5 Minuten gespielt, die ersten beiden Charaktere sind tot. Läuft bei Benny und Steve, würde ich sagen. Ey.
Ja, hier können wir tatsächlich nicht so viel machen. Irgendwie der Psychoanalytiker, Dr. A.J. Hill. Und ihn kennst du auch. Er ist so ein bisschen der Kurator. Ach, der Kurator. Bevor wir beginnen, genau, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Ich würde mal ganz kurz in die Option gehen und würde mal kurz gucken, ob ich irgendwie die Soundspur hier ändern kann. Weil das klingt ja wirklich, Alter, das ist ja wie... Klingt ja fürchterlich. Alter, du kannst hier nichts machen, weil du kannst hier nichts einstellen. 2015 war so ein Scheißjahr. Gut, jemand wieder rein. Sorry. Olle, das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese... Hat doch den Teufel von Konstantin gespielt oder bei Konstantin. Und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal. Hört sich wie so eine Tonband auf, und das ja, aller ja. anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Finde ich gut. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Ergebnis alles herauszuholen. Warum hört jetzt meine Stimme hier nicht mehr? Wo ist mein Monitor? Was? Hallo? Jetzt hört mich wieder. So, hundertprozentig ist Erdet in einem knappen Badehöschen beim letzten Loretta Mar Urlaub. 100 Pro. Variona, grüß dich. Hi. So, schön, dass du da bist. Wir spielen Until Dawn. Ich möchte mir die Karte nicht umdrehen. Ach, schön. Was empfinde ich dabei? Vogelschreck im Maisfeld vor einer Scheune. Was empfinde ich dabei, Benny? Und? Scham. Was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Was hat es jetzt in mir ausgelöst? Ich bin glücklich, ich bin nervös. Ich denke eher an einen schönen Sommertag irgendwie auf dem Land. Ja. Also dann wärst du ja glücklich. Da bin ich glücklich. Ah, das ist gut. Ja. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Der Sonnenschein. Ja, es ist friedlich. Nee, der Sonnenschein. Ja, oder? Ja, der Sonnenschein. Komm, wir sagen der Sonnenschein. Der Sonnenschein. Verstehe. Apropos Sonnenschein. Ist die auch da? Am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit. Mein Verhältnis zur Dunkelheit. Ich bin depressiv, ich habe Angst. Na, wieder noch. Ja, weiß ich nicht. Also Dunkelheit macht mich jetzt nicht depressiv im Winter schon irgendwie. Ach komm, ene mene mu. Ich hab Angst. Oh, Angst? Wirklich? Sehr interessant. Oh. Wo ich herkomme, ganz im Norden von Schweden, sind die Nächte 18 Stunden lang. Warum glaubst du, hast du Angst vor der Dunkelheit? Ist doch wichtig, dass so ein Therapeut keine Meinung hat, weißt du? Oder halt nicht richtet. So, jedermanns Angst. Okay, ich weiß nicht. Ja, Mann, jedermanns Angst. Was soll das? Es ist halt dunkel. Ach, oh nein. Ahnung. Nein. Nicht jeder. Aber es ist eine völlig natürliche Form. Ja, ich weiß, du nicht. Dunkelheit ist tatsächlich das Ungesehene und folglich das Unbekannte. Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Das ist voll der beängstigende Therapeut, Alter. Oh je. Offenbar ist die Zeit um für diese Sitzung. Wir sehen uns wieder. Bald. Bis dahin empfehle ich dir, dich fernzuhalten von dunklen Orten. Ja, letztendlich ist er genauso außerkräftig wie der Kurator. Er hebt uns immer irgendwelche Fetzen und dann... Ich finde diese Leute extrem skurril. Warum sind die endlich da? Weil sie sehen uns weder großen Hinweis, noch sind sie irgendwie zielführend oder irgendetwas in der Story. Tja. Oh, death. Oh, death.
Krass, das ist der gleiche Song, Alter. Till another year. Geil. Ist mir damals ja nicht aufgefallen. Nice. Storm, ja, das ist der Psychiater. Rami Malek, auch bekannt, ne? Ja. Sehr bekannt. Mittlerweile. Galadriel, oh, guck mal. So, schöner Name, Galadriel. Sehr schön, Marion, sehr schön. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillinge. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Ach, das war auch noch unsere. Das war die Familienlodge. Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Pain Penetry ist halt auch wirklich nur so 1,30 groß. Das ist so eine mega kleine Frau. Aber Powerfrau. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ah! Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ist mir die verwandt gewesen? Ist ja auch in Washington? Weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen. Maybe? Und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden oder mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Und, naja. Okay, also. Okay, na also. Diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen. Okay? Ja! Yeah. Okay, lass krachen, Alter. Ist der Bruder, 257 genau. Ansonsten hätte es auch nicht besonders viel Sinn gemacht, dass er in der Hütte da ist. Und sagt so, hey, ja, cool, dass er wieder kommt. Also ich bin ja dafür, dass Benny jetzt mal singen sollte. Covern sollte. Den Song. Das geht nicht. Ich bin kein Musiker. Du musst auch nur Sänger sein. Also, I'm not a singer. Tag 1, Freundschaft, 10 Stunden bis zum Morgen. Und wir sind an den Blackwood Pines, eine wunderschöne Bahnstation. Und da ist doch schon wieder die Hand mit der Machete. Oh Gott. Die hat doch nur auf uns gewartet. S-
Sam. Hannas beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig und gewissenhaft. So, Benny, wollen wir mal gleich irgendwie festhalten, wen du spielst, wen ich spiele? Achso, von mir aus gerne. Ja. Wen willst du spielen? Achso. Genau meine Frage. Wen haben wir denn alles zur Auswahl? Also Sam. Wir haben hier den Rami Malek haben wir. Wir haben Mike, der aus Marvel. Oh, dann will ich Mike haben. Okay. Erstmal andere Frage. Willst du Sam spielen? Nee. Nee, willst du nicht? Dann mache ich Sam. Okay. Weiter geht's. Hallo? So, gibt's hier auch keinen Shuttlebus oder irgendwas? Warum muss ich jetzt hier nachts durch den Wald laufen? Was ist das für ein Quatsch? Ja, hol doch erstmal eine Taschenlampe raus oder so. Ich hab keine Taschenlampe wahrscheinlich. So. Ich hab kein Handy. Ich weiß nicht. Weg zur Seilbahn. Ich lauf einfach. Du ist ja auch einfach. Warum geht die nicht mit der Taschenlampe oder irgendwas? Ich versteh sowas nicht. Ich lauf doch nicht einfach in so einen scheiß dunklen Wald drin. Ohne nichts. Ohne nichts. Oh, das ist ein schöner, überhaupt nicht unheimlicher Wald. Nachts sowieso nicht. Ah, schimmernde Objekte könnten untersucht werden. Na, dann tun wir das doch mal. Was haben wir denn hier? Grab it. Na. No. Das Tor ist kaputt. Klettere drüber. Also, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage an der Stelle irgendwie, also meine Freunde sind alle so größtenteils in meinem Alter. Wenn ich irgendwie so ein Tor habe, kletter drüber. Und ich schreibe das an meine Freunde, die alle mein Alter haben und sagen, Leute, Party findet da oben statt, wird mega cool, irgendwie werdet ihr nie vergessen, aber ihr müsst über diese dornige, von Zacken bewehrte Tor klettern, würden die sagen, ruf an und sag, wie es war. Und von jedem, Alter. Wer würde von euch darüber klettern? Ja, keiner. So, okay, gut. Dann werde ich mal hierhin schnell gehen und mal gucken, hochklettern. Da, selbst da würde keine Sau hochkommen. Ihr wisst. Ja, vor allem nicht alleine. Sicher oder schnell. Man muss aber auch dazu sagen, Stevie ist ja jetzt, also bei der PlayStation ist QuickTime Steve auf jeden Fall zu Hause, weil PlayStation Pad ist sein Terrain. Ich glaube, das Board heißt Terrain. Ja, liegt mir auf jeden Fall von der Belegung her wesentlich besser als die Xbox Pad. Das heißt, heute werden alle überleben. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also wir werden auch heute mit dem Spiel nicht durchkommen. Also nee, den Zahn kann ich auch. Oh, guck mal, Alter, was hat die denn für Hufabdrücke im Schnee hinterlassen? So, ich wiederhole. Auch überhaupt nicht unheimlich hier im dunklen Wald. Oh, ein Square Knuckle. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Das ist ein Eichhörnchen. Oh, verdammt. Ach, ich darf den Pet nicht bewegen. Das ist ja interessant. Okay. Ist okay. Gut. Gut so. Komm her. Das lief ja richtig gut. Du, ich wusste nicht, die Funktion kann ich nicht. Achso, okay. Ich darf den Pet jetzt nicht bewegen. Ich habe den Pet nicht bewegt. Er liegt. Ist okay. Ja, aber der Sensor ist immer weiter nach oben gegangen. Ja, ich wiederhole, der Pet lag. Vielleicht muss er gegensteuern. Mann, scheiß doch das Eichhörnchen jetzt. Nein, wir wollen das Eichhörnchen füttern, das ist so süß. Echt süß. Und Tollwut. So, schön. Okay, weiter geht's. Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun solltest, kannst du dein aktuelles Ziel durchdrücken, der R1? R1. Ha! Gehe zur Seilbahnstation. Na klar, zur Seilbahnstation. Na schön, schön. Gut. Wie ist das Square Knuckle? Quarkkratzer? Was? So, was haben wir denn da Schönes? Oh, hier haben wir noch verschiedene Routen anscheinend. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiung einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagen den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnen vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende oder wegweisende Visionen. Glück, weiße Schmetterlinge brachten Träume und Glück und Segen. Oder von Glück und Segen. Okay, Benny.
Können wir uns das merken? Nee. Chat, ihr müsst das oben merken. Tollwut, erste Trophy, genau. Also wir brauchen auf jeden Fall weiße für Glück. Führung gelb, okay. Verlust braun, rot. Oh Gott, nee. Ja, letztendlich. Ach, tot ist schwarz, okay. Na gut. Tot ist schwarz, ja, genau. Okay. Und da haben wir schon wieder so einen. Der ist schwarz, ne? Also zählt die Umrandung oder zählt das die Farbe, die drinne ist? Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt fast sagen, der ist eigentlich gelb. Also, oder, also wegen drinne. Ja, ja, okay. Dann yellow. Rabe? Nee, das ist denn schwarz. Scheiße. Das war schwarz? Stand das irgendwo? Führungstotem. Führungstotem. War ja umrandet, war es ja gelb. Und drinne war ja nur schwarz. Nee, umgedreht, das war schwarz. Nee, wo du es umgedreht hast, hast du ja dieses, ich sag jetzt mal, diese Fliege. Ja. Gehabt. Und da war, die Umrandung war gelb und das Innenleben, wo du reingeguckt hast, wo du dann deine Vision bekommen hattest, war ja schwarz. Na, weil ein Loch war das, oder? Ja, war so ein Loch, genau, genau. Also würde ich sagen, war es gelb, auf jeden Fall. Ich sag nur eins, ich kenne nur eine Weisheit, ist kein gelben Schnee. So, hier haben wir noch ein Schild, da gucken wir uns an, was leuchtet. Irgendjemand hat ja anscheinend mit sehr viel Lippenstift geschrieben. The past is beyond your control. Okay, die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das ist ein fantastischer Toilettenspruch, den sollten wir uns alle merken. 5 € ins Phrasenschwein. Chris, bist du hier? Tschüss zu, wunderbar. So läuft das hier schon mal schön mit der Seilbahnstation. Oh, hier ist noch ein Rucksack. Gucken wir mal. Wie schön, wir gucken einfach in fremde Rucksäcke, die einfach wie so an den Seilbahn-Dingern. Ja, würde ich aber auch machen, ey, wenn hier keine Sau ist. Was haben wir denn hier? Was ist denn das, dein Handy? Herumschnüffeln, Tasche schließen. Ja, schnüffeln. Ah, komm, nee, nein, wir sind ehrlich. Immer Tasche zu. Bin auch viel gelb. Ja, ich denke auch, dass das gelb war, nicht schwarz. So, Schmetterlings. Sam, hey, du bist hier. Ist Chris. Verknallt in Ashley. Methodisch, beschützerisch, humorvoll. Siehst du dich da, Benny? Nee, aber ich spiele ihn gerne. Nö. Was, jetzt soll ich die Backpfeife hier spielen, oder was? Ja, du kannst gerne Chris machen, dann machen wir wieder ein du, ein Mann, eine Frau und ich auch wieder ein Mann, eine Frau. Ich weiß nicht, wie viele Personen wir insgesamt spielen können. I don't know. Schau mal. Okay, gut. Spiel gut, Chris. Chris Cross. Oh, also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Sag mal, wohin? Spooky, wenn Leute sowas sagen. Guck mal, was ich gefunden habe. Ein kleines Vögelchen. Da solltest du nicht hingucken. So. Können wir hier nochmal schauen? Was haben wir da? Gesucht. Steckbrief. Milgram Victor. Gesucht. Milgram Victor, schlecht männlich. Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse. Pinewood, Blackwood Pines. Zuletzt gesehen am 16.03.98. Lese hier gerade einen Steckbrief, Chris. Ja, jetzt mal ganz, aber. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, okay. Ja, das war wahrscheinlich der Typ mit dem Flammenwerfer, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Tada! Was, tada? Tada! Ja. Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal. Ein Schießstand? Vater von Josh eigentlich? Ja, was genau. Was? Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Was liegt denn als eine Wumme rum? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Kannst du schießen? Das werden wir gleich sehen. So, Maus und Tastatur ist natürlich immer ein bisschen besser als... Okay. Und schießen mit... R2, okay. Schlecht. Wow. Okay, also schießen wird wahrscheinlich noch wichtig sein, okay. Irgendwie. Ich bin böse. Warum jetzt hier so ein Gewehr rumliegt? Ich bin böse drauf. Oh ja, leg das Gewehr weg, während du so eine Faxen machst. Ich möchte nicht Chris spielen. Chris wird sterben. Oh, warte mal.
große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Renn weg, Square-Nackel. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Also ihr merkt die Aufgabe. Nee. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Tatsächlich hat Sam noch eine recht coole Stimme. Chris, ihr habt mir jetzt schon auf den Pinsel mit Sammy Quatsche. Der klingt fürchterlich. Oh, jetzt spiel ich auch noch, Chris. Richte dich selber, nimm das Gewehr und beendet. Dann haben wir es hinter uns hier, das Elend mit dir, Freundchen.